Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Cashback World, offizieller Premium-Partner des SK Rapid. Hallo liebe Rapid-Familie, hier spricht euer Schicki. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut und ihr seid alle gesund. Heute habe ich die Ehre, dass ich euch meine Kochkünste präsentieren darf. Bei uns heute zum Mittag gibt es eine Linsen-Bolognese mit Vogelsalat. Jetzt werde ich mir zuerst mal die Hände waschen, alles vorbereiten und viel Spaß beim Mitkochen. So, ich habe jetzt mal alles vorbereitet, was wir für die Linsen-Bolognese brauchen. Nachdem meine Freundin eine Glutenunverträglichkeit hat, gibt es bei uns nur glutenfreie Spaghetti. Aber mit einer guten Soße schmeckt man da eigentlich keinen Unterschied. Nachdem ich beim Video gesehen habe, dass er noch Anfängerfehler in der Küche macht, geht es bei mir ein bisschen schneller. Wir vierteln einfach eine Zwiebel, halbieren einen Knoblauch und hauen das alles in unseren Speedy und der macht dann die Arbeit für uns. Und schon ist alles perfekt klein gehackt. So, ein bisschen Olivenöl ist schon im Topf. Jetzt kommt der klein gehackte Knoblauch und die klein gehackte Zwiebel dazu. Und das braten wir jetzt glasig an. So, jetzt haben wir da einen schönen glasigen Zustand der Zwiebel und des Knoblauchs. Jetzt kommt ein Teelöffel Tomatenmark dazu. Das Ganze jetzt schön verrühren. Jetzt müssen wir das Ganze mit Gemüsebrühe ablöschen. Jetzt kommen unsere passierten Tomaten dazu. Und wiederum schön verrühren. Und alles auf mittlerer Hitze. So, nachdem wir unsere Linsen gewaschen haben, geben wir die jetzt zu unserer Soße dazu. Verrühren das Ganze kurz. Jetzt geben wir ganz normal ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Salz. Und für den Geschmack italienische Kräuter. Jetzt geben wir den Deckel drauf und köcheln das Ganze bei niedriger Hitze so lange, bis die Linsen durch sind. So, unsere Spaghetti und die Linsen-Bolognese ist jetzt auf der Zielgeraden. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Vogelsalat. Dazu brauchen wir 4 Zutaten. Salz, Pfeffer, Apfelessig und natürlich das Wichtigste, darf nicht fehlen, das ist das grüne Gold aus der Steiermark. Die Spaghetti sind al dente und somit fertig.
Jetzt schauen wir noch, ob unsere Soße auch noch etwas schmeckt. Ich würde sagen, hervorragend getroffen. Jetzt geht's ans Anrichten. So, unser Essen ist fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen einen frisch geriebenen Parmesan hinaufgegeben. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachkochen und hoffentlich schmeckt euch das Gericht so sehr wie mir. Mahlzeit!